Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, Freitagnacht. Ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer freitags freie Themennacht. Ihr ruft mich an, könnt mich gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was, egal über welches Thema. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht ist 16 Jahre alt und heißt Nadine. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Nadine. Ich habe ein kleines Problem, und zwar habe ich einen inneren Konflikt, und es geht eigentlich um meinen Schulabschluss. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die Schule hinschmeißen soll, mhm, und mit meinem Hauptschulabschluss versuchen soll, eine Ausbildung zu kriegen. Ja. Auf welcher Schule bist du jetzt im Moment? Ich bin auf einer Gesamtschule. Auf einer Gesamtschule. Und es geht jetzt darum, ob du mittlere Reife machst? Ja. Oder ob du es nicht machst? Ja, genau. Was spricht denn dafür, es nicht zu machen? Ja, ich merke, dass ich keine Motivation mehr dazu habe, dass ich total gelangweilt bin, dass ich nichts mehr mitkriege. Mhm. Und ich muss mich also aufrappeln, um überhaupt irgendwas zustande zu kriegen. Mhm. Also es macht mir überhaupt keine Lust mehr. Mhm. Und wie bist du denn in der Schule? Einigermaßen oder eher nach unten? Eigentlich ganz gut so, aber das bringt mir irgendwie nicht viel. Also das ist für mich keine Motivation genug. Wie lange müsstest du denn jetzt noch bis zur mittleren Reife? Bis zum nächsten Sommer. Bis zum nächsten Sommer? Ja. Und du erwägst in der Tat, jetzt vorher noch abzubrechen und dann eventuell eine Lehre zu machen oder sowas? Ja, ich hoffe, dass ich in meinem Berufszweig, also in meinem Wunschberuf, eine Ausbildung dann kriegen würde. Zum Beispiel, was wäre das? Was ist der Wunschberuf? Mediengestalterin. Mediengestalterin? Ja. Hast aber, glaube ich, jetzt, sage ich mal, so aus dem Lameng schlechte Karten mit nur Hauptschulabschluss. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ich kann nichts gegen dieses Gefühl in mir machen. Also, das ist ziemlich schwer. Also, was stellst du dir denn vor unter Mediengestalterin? Also ich zeichne sehr gern und würde gern Entwürfe für alles Mögliche machen. Erstmal skizzieren und dann das, heutzutage gibt es ja Computer, das alles auf dem Computer zu verwirklichen. Aber Nadine, was meinst du, wie groß die Konkurrenz da ist? Vor allen Dingen mit Leuten, die Realschulabschluss haben, mittlere Reife und sogar Abitur und später sogar ein Studium haben. Ich rede jetzt nicht als Älterer, der dir jetzt moralisch hier eine große Predigt halten will. Ich sage dir das vielleicht als zukünftiger Kollege, dass du dich absolut jetzt dieses halbe Jahr noch am Riemen reißen solltest. Aus rein strategischen Gründen. Weil du einfach ganz bessere Karten hast, wenn du diesen Wisch in der Hand hast. Und dann fang an, mach irgendeine Lehre. Aber vielleicht wäre es sogar gut, irgendwie noch weiter zu denken, dass du zum Abitur kommst oder was auch immer. Aber jetzt nur mit Hauptschulabschluss, da in dieses Haifischbecken, wo so viele Leute sich tummeln und so viele qualifizierte Leute sich tummeln, kannst du vergessen. Was meinst du, wie gefrustet du hinterher da hängst, wenn du genau das nicht kriegst, was du gerne möchtest und hast auch keinen Realschulabschluss? Ja, also ich kann das nachvollziehen, dass du irgendwie die Faxen dicke hast im Moment mit Schule und auch keinen Lust und Bock. Aber gegen Lust, gegen Unlust und keinen Bock kann man auch etwas tun. Oder man kann sich da auch hinsetzen und sich in die Unlust hineingeben und sich da treiben lassen. Ja, ich meine, ich hatte ja auch noch ziemlich viel Verantwortung so zu tragen. Und ich weiß, dass es auch nicht leicht werden wird. Und es ist jetzt schon nicht leicht, aber... Wie, was meinst du mit Verantwortung tragen? Ich habe eine Tochter. Du hast auch eine Tochter schon? Ja. Aha. Also umso wichtiger finde ich es ja, dass du... Also ein je besseren Schulabschluss, desto schöner für dich. Ja. Es ist nur ein halbes Jahr, Nadine. Und wenn du sogar sagst, du stehst einigermaßen notenmäßig okay da, dann ist es ja auch nicht so ein Drama, das jetzt die paar Monate noch durchzuziehen. Guck mal, jetzt ist bald Weihnachten, das dauert gar nicht mehr lange. Und wie schnell das halbe Jahr rum ist.
Ich rede dir massiv ins Gewissen. Mach es bloß. Mach es bloß nicht, weil man es so macht, sondern weil du in dieser Branche die besseren Chancen hast, wenn du gut ausgebildet bist und je mehr du in der Tasche hast. Ja, also ich weiß nicht, ich habe auch ziemlich Angst, irgendwie zu versagen. Und das. Ja, aber du versagst ja jetzt. Du versagst ja jetzt. Ja, aber du versagst ja jetzt schon, wenn du die Schule schmeißt. Das ist das erste große Versagen. Das wäre das erste große Versagen. Und dem kannst du jetzt entgegenwirken, indem du sagst, okay, ich find's scheiße und mir geht's tierisch auf die Nerven, aber ich mach's, ich zieh's durch. Ja. Also, nochmal, das war der Rat eines vielleicht zukünftigen Kollegen von dir. Okay? Das wäre toll. Halt durch, Nadine! Ja, danke schön. Tschüss. Okay. Tschüss, schöne Nacht noch. Jo, tschüss. Ihr Lieben, ich habe einen Fax bekommen, das bezieht sich auf unsere kleine neue Studiodekoration. Ja, die ist ja nicht so neu, aber wir haben ja ein bisschen was anderes gemacht mit dem Geweih da hinten. Und da schreibt Klaus, schreibt, hallo Jürgen, beweg deinen Kopf doch mal ein bisschen nach rechts und ducke dich. Dann sieht es aus, als ob du das Geweih auf dem Kopf trägst. Nach rechts. Ja, so, ne? Wenn ich jetzt hier so säße, wäre das doch gar spaßig die ganze Stunde. Aber ich sitze nicht die ganze Zeit so. Wie gefällt euch das denn, dass das Geweih jetzt da hängt? Faxt mir doch mal, damit ich mal einen Überblick habe über das, was ihr da so denkt. Und ich habe auch ein Fax bekommen von Willi aus Arnsberg. Nee, aus Amberg. Der schreibt, hallo Domian. Ich sehe seit Jahren fast täglich deine Sendung, weshalb ich oft unter Schlafdefizit leide, da mich deine Themen auch danach noch beschäftigen. Mir fällt auf, dass unter deinen Anrufern sehr, sehr selten welche mit bayerischem Dialekt dabei sind. Macht dein Team hier eine Vorauswahl? Ich schlage vor, du könntest doch mal eine lange bayerische Nacht machen. Das finde ich eine gute Idee. Natürlich machen wir keine Auswahl, nur wenn jemand bayerisch redet, ihn nicht hier reinzunehmen. Völliger Blödsinn natürlich nicht. Aber eine lange bayerische Nacht wäre vielleicht auch wirklich eine pfiffige Idee. Wir machen 4 Stunden Telefon-Talkshow Domian. Nur Leute aus Bayern dürfen anrufen. Und vielleicht sollten wir das Ganze dann noch ein bisschen eingrenzen, thematisch. Ungewöhnlicher Sex in Bayern oder so. Oder Sex an ungewöhnlichen Orten in Bayern oder irgend sowas. Also eine schöne Anregung von Willi. Willi, jetzt kommt Dirk. Und Dirk ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen Domian. Ja, hallo Dirk, ich grüße dich. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist, mein Vater hat Lungenkrebs. Und zwar, ich fahre jeden Tag nach meinem Vater hin. Mhm. Und er hat das schon seit Anfang Februar. Ja. Und er ist so spät zum Arzt gegangen und hat nicht so dran geglaubt, dass er zum Arzt gehen mal soll oder sowas. Und dadurch hat die Krankheit sich sehr weit entwickelt schon, ja. Bevor er dann zum ersten Mal behandelt werden konnte. Ja, genau. Mhm. Wie alt ist dein Vater? 60. 60. Mhm. Und dann ist er zum Klinikum gewesen, hat seine Bestrahlung gekriegt. Ist er auch operiert worden vorher noch? Nein, operiert nicht. Mhm. Nur hatte Bestrahlung bekommen und durch die Bestrahlungen ist es ihm jetzt mit ihm bergab gegangen, also ziemlich schlecht. Mhm. Und er war weiter zum Arzt, hat einen Katheter eingebaut bekommen, wird künstlich ernährt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Die Ärzte sagen schon, sie sehen keine Hoffnung mehr für meinen Vater, dass er überhaupt noch eine Lebenschance hat, bis Weihnachten noch dabei und zu sein. Mhm. Wie lange liegt er jetzt schon im Krankenhaus? Seit Februar? Nein, der liegt nicht im Krankenhaus, der ist jetzt zu Hause. Ach, der ist zu Hause. Und wird zu Hause auch künstlich? Wird künstlich ernährt. Wer pflegt ihn zu Hause? Deine Mutter? Oder? Ja, meine Mutter und meine andere Schwester noch. Mhm. Wohnst du auch noch mit zu Hause? Nein, ich wohne nicht mehr zu Hause. Mhm. Ich bin selber verheiratet, hab Kind. Ja. Aber du wohnst in der Nähe von dem Vater? Ich wohne in Aachen und mein Vater wohnt in Stolberg. Ja, das ist nicht so weit weg. Nee, nee. Hm. Wie oft besuchst du ihn? Jeden Tag. Jeden Tag. Hm. Ist er ansprechbar? Kann man mit ihm reden oder geht es ihm so schlecht, dass er gar nicht, dass er teilweise schon bewusstlos ist? Nein, der ist nur noch am Schlafen. Der bekommt jetzt vom Arzt Morphium. Hm. Und dadurch schläft er jetzt die ganze Zeit und ansprechen kann ich ihn auch nicht. Laufen kann er auch nicht. Hm. Dann sagt er immer zu mir, einmal hat er zu mir gesagt, ich sehe ein helles Licht, hier ist es hell drin. Hm. Und dann musste ich weinend aus dem Zimmer rausgehen, weil ich Schatz selber nicht verkraften kann. Ja. Hast du eine enge Bindung an deinen Vater? Ja, eine sehr enge hatte ich zu ihm. Ja.
Aber dass meine Mutter mir jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, finde ich auch nicht okay. Was meinst du damit? Meine Mutter, also meine jüngste Schwester, die hat jetzt einen Freund, mhm. der wohnt jetzt bei meiner Mutter und meine Schwester auch noch. Mhm. Und meine Mutter ist also, wie gesagt, so hörig auf den neuen Freund jetzt mhm. und hat mich durch den rausgeschmissen. Ja, Moment, was heißt das? Das heißt, du darfst deinen Vater jetzt nicht mehr besuchen, oder wie? Ich darf den schon besuchen, aber nur jedes Mal, wenn ich da reinkomme, macht meine Mutter, also schreit sie mich an und mhm. macht dieses hier oder zieht sie die Schuhe aus, macht die Schuhe mhm. sauber und... Was natürlich furchtbar ist, da ja. die Situation eh schon belastend für dich ist, dass der Vater so krank ist ja. und dann noch mit der Mutter das. Ja, also ich bin sehr an meinen Vater und meine Mutter, die hat sich um 180 Grad gedreht. Mhm. Früher war die gar nicht so. Mhm. Also ich weiß echt nicht, was ich da... Lass mich nochmal zu dem Vater fragen. Haben die Ärzte das wirklich so eigentlich letztendlich ganz klar gesagt, dass man nichts mehr machen kann, dass man therapeutisch nichts mehr tun kann? Ja, das haben die gesagt. Ich war selber dabei, wo der Chefarzt zu meiner Mutter gesagt hatte, es tut mir leid, wir können Ihnen jetzt nur noch so ein künstliche Ernährung, so ein Apparat mhm. einbauen mhm. und dann können wir für ihn also nichts mehr tun. Das heißt, er ist jetzt nach Hause gekommen zum Sterben? Ja, so ja. ungefähr. Und dann auch noch für dich die Belastung, dass es zu Hause so angespannt für dich ist. Ja, genau. Mhm. Und ich will auch nicht mehr hoch, weil meine Mutter mich dann immer so komische, komplett, also so Antworten gibt und egal, was ich tue, da. Mhm. Dirk, du bist ein erwachsener junger Mann. Ja. Siehst du die Möglichkeit, gerade auch in Anbetracht des Elends und des Unglücks, was über eurer Familie liegt, doch nicht mit deiner Mutter reden zu können? Dass du sagst, ihr hier komm, lass uns Frieden erhalten, der Vater stirbt. Und wenn wir irgendwelche Meinungsverschiedenheiten haben, lass uns die austragen, wenn der Papa das überstanden hat. Kann man sich denn da nicht irgendwie einigen? Also ich habe da schon mal ein paar Mal gemacht. Ich habe mit meiner Mutter schon ein paar Mal darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, komm, warum haben wir andauernd Krach nur durch den jetzt und lass uns doch wieder Freund sein oder mhm. Frieden schließen. Mhm. Dann sagt sie zwar, ja, können wir machen, dann geht das vielleicht eine 2-3 Tage gut und nachher mhm. ist wieder dasselbe alles. Dirk, versuch es nochmal. Und sag in dem, wenn du es ihr sagst, nicht einen Schuldigen. Du hast gesagt, alles wegen dem Typ. Ja. Das schürt gleich wieder neue Aggression. Sag gar nichts. Sag einfach nur, lass uns Frieden schließen, solange der Vater krank ist. Ja. Ihr müsst euch ja nicht ständig in den Armen liegen, aber damit du ganz unbeschwert, unbeschwert bist ja nicht, aber zumindest was die Situation in der Familie anbelangt, unbeschwert zu deinem Vater gehen kannst. Ich glaube, wenn er auch nicht mehr so richtig bei Bewusstsein ist, er wird das vielleicht schon irgendwie merken, dass du da bist. Und wenn ihr so ein nahes Verhältnis hattet, mhm. finde ich das schon sehr wichtig, dass du immer bei ihm bist, dass du ihn jeden Tag besuchst, dass er ja. das spürt. Das darf jetzt nicht dazu führen, dass in der Familie der Stress ist, dass du deshalb deinen Vater quasi in seiner schwersten Zeit jetzt nicht mehr besuchst. Das darf nicht sein. Nein, das darf auch nicht sein, aber... Wenn ich jetzt da zum Beispiel jetzt morgen wieder hinfahre mhm. und meine Mutter ist wieder so und schreit einfach so und ich tue gar nichts, was soll ich denn da machen? Dann bittest du morgen nochmal um ein Gespräch und sagst, der Vater, und sprich es doch so aus, es scheint doch wirklich so zu sein, dass der Vater nicht mehr lange zu leben hat. Ja. Dass ihr beide euch einfach zusammennehmt mhm. Und dann... Halt auch den Mund, auch wenn du da irgendwelche Sachen vielleicht auf der Zunge hast gegen den Freund von deiner Schwester. Sag da nichts und denke an deinen Vater. Also das Schönste ist ja noch, der Freund, der jetzt zu Hause wohnt bei meiner mhm. Mutter, mhm. der war vorher mit meiner ältesten Schwester zusammen, die wohnt auch nicht mehr zu Hause. Mhm. Und der ist jetzt mit meiner jüngsten Schwester zusammen. Mhm. Und seitdem ist alles, die ganze Familie kaputt gegangen mhm. durch den. Mhm. Gut. Der hat auch meine älteste Schwester geschlagen. Ja. Und seitdem war... Weißt du, Dirk, das ist ja ein ganz anderes, großes Thema. Ne? Mhm. Also jetzt in dem Gespräch geht es mir nur darum, wie ihr so einigermaßen den Frieden halten könnt, während der Vater so krank ist. Ja. Denn irgendwie, vielleicht überträgt sich das ja auch noch auf ihn. Dass er, vielleicht hört er ja ab und zu doch noch was. Und wenn er dann Streit im Nebenzimmer hört, ist das doch ganz, ganz, ganz schlimm für den kranken, schwerkranken Mann. Ja.
Ja, natürlich ist das schlimm. Ja. Also und rede mit der Mutter und stehe deinem Vater bei. Und auch wenn es nichts nutzt, das Reden, und es da Streit gibt, geh weiterhin und begleite deinen Vater. Ja. Ja? Und das Schönste, das Heiligtum von meinem Vater war sein Auto. Mhm. Und wer fährt jetzt damit? Der neue Freund. Gut, komm, schwamm drüber, ist auch egal. Kümmere dich um deinen Vater. Versuch ein gutes Gefühl ihm zu machen. Und alles das, was du an Ärger hast auf den neuen Freund, kannst du alles noch später alles ausbreiten und ausdiskutieren. Okay? Okay, mache ich dumm. Alles Gute. Gut, danke schön. Tschüss. Tschüss. Dann habe ich hier einen Brief liegen von Sven, 21 Jahre alt, und von Dennis, 17 Jahre alt. Und die beiden schreiben mir: Hallo Domian, wir sind zwei treue Fans von dir und hören uns immer deine Sendung im Radio an oder sehen sie im WDR-Fernsehen. Wir sitzen gerade zusammen auf einer Doppelzelle im Gefängnis, seit einem Monat. Wir würden uns sehr freuen. Ah nee, hier geht's noch weiter. Wir zerbrechen uns immer wieder den Kopf, wie es bloß mit uns weitergehen soll nach unserer Entlassung. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns einen Gefallen tun könntest und etwas in deiner Sendung für uns sagst, und zwar an unsere Eltern, die uns sehr leid tun, diese Scheiße mitzuerleben. Könntest du sagen, dass wir sie ganz lieb haben und dass sie uns nochmal verzeihen könnten, weil wir daraus gelernt haben und dass sie uns sehr, sehr fehlen? Das habe ich jetzt vorgelesen, lieber Sven und lieber Dennis. Und hoffe, dass eure Eltern zugehört oder zugeschaut haben. Und ich hoffe, dass die Eltern es annehmen und hoffe für euch auch, dass ihr danach wieder einen guten Start habt, wenn ihr draußen seid. Egal, was ihr macht. Schöne Grüße nach Wuppertal. Mandy, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, Mandy. Hallo, Domian. Hallo, Mandy. Hallo, hier ist Mandy. Grüße dich. Dein Thema. Verstehst du mich gut? Super gut. Ich muss nämlich ein bisschen leiser reden, weil Spion schläft im Nebenzimmer. Ein Spion schläft im Nebenzimmer? Ja, wer ist denn der Spion? Um den es geht, um den es geht. Ein Mann? Also, ja, na klar. Ja, na klar. Also hör zu, es geht um meinen Freund. Wir sind seit 2 Jahren zusammen. Ja. Wir haben seit einem Jahr total die Flaute im Bett. Mhm. Und er ist also wie ein Pascha, lässt sich bedienen von vorne bis hinten. Mhm. Nicht nur im Bett, sondern generell? Generell. Generell. Mhm. Vielleicht bin ich da auch selber ein bisschen dran schuld, weil wenn man so die erste Zeit zusammen ist, so weiß es selber bestimmt, dann macht und tut man und hier und da und überhaupt. Ja. Ihr wohnt auch zusammen, fest. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. So ziemlich bald danach ist es passiert, dass wir uns entschieden haben. Mhm. Jetzt ist es einfach so, dass, wie gesagt, Flaute im Bett ist, also er sich überhaupt gar nicht mehr bemüht. Mhm. Ist keine Zärtlichkeit, keine Leidenschaft. Mhm. Ich mache und tue und habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal beim Onanieren mehr oder weniger erwischt. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, liegt es an mir? Ich habe mit ihm drüber geredet. Mhm. Da sind dann Sachen rausgekommen wie, oh, er ist manchmal zu müde dazu oder er ist zu gestresst oder er braucht keine Ruhe. Sind ja alles blöde Ausreden, ne? Ja, eben. Von wegen zu müde und zu gestresst. Wenn man darauf Bock hat, dann hat man Bock drauf. Ne? Eben. Das sehe ich auch so. Sag mal, Mandy, läuft denn da überhaupt gar nichts mehr? Gar nichts? Überhaupt nichts? Oder nur so sehr gequält? Sehr gequält. Mhm. Wann habt ihr das letzte Mal Sex miteinander gehabt? Vor 3 Tagen. Mhm. Und nachdem wir einen Monat wieder Funkstille hatten, haben wir uns wieder über dieses Thema gestritten. Und da ging die Initiative von dir aus? Nee, da gehen sie von ihm aus. Aber die Nummer war eine langweilige Nummer. Ja, ist es eigentlich generell. Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen traurig, dass man in dem Alter solche Probleme hat irgendwie, weil ich kannte sowas vorher nicht, weißt du? In der ersten Zeit, als ihr zusammen wart, war das anders im Bett? Ein bisschen, aber nicht ganz. Auch nicht so doll? Also es war noch nie prickelnd. Auch nicht in der Phase der größten Verliebtheit am Anfang? Wie ist denn euer Zusammenleben so im Alltag? Du hast gerade gesagt, er ist ein Pascha. Das heißt, das ist schon mal was Negatives. Er lässt sich nach wie vor bedienen von dir oder will sich bedienen lassen. Ja, es ist auch so, dass ich stets irgendwelche Zärtlichkeiten einfordern muss. Mhm. Das heißt also, ich gehe hin und sage, gib mir doch mal Bussi, nimm mich doch mal einen Arm, mach mal hier, mach mal da. Ist auch schon blöd, wenn man das einfordern muss, ne? Das kotzt mich wirklich richtig an.
Und ich habe jetzt schon überlegt, dass ich mir eine Affäre oder was suche. Nee, eigentlich sollte man ja erstmal überlegen, was ist da los? Ich bin generell gegen solche Sachen, ja. Abgesehen davon. Wie empfindest du denn für ihn noch in Anbetracht dieser Kritik, die du gerade formuliert hast? Na, du zögerst schon. Dann bin ich mir im Moment gar nicht mehr so sicher. Also Liebe kommt ja nicht über die Lippen im Moment. Das Wort Liebe. Nee. Nee. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Ich habe heute auch zu ihm gesagt, dass ich einfach denke, dass er auch mit mir nicht mehr zusammen ist, weil es ihm sexuell irgendwie Spaß macht oder ihm was bringt oder so, sondern weil es nur noch Gewohnheit ist. Und da hat er gesagt, es würde alles immer nur von mir ausgehen. Streitet ihr euch auch viel, so über Kleinkram? Ja. Das kommt auch noch hinzu. Ja. Aber es gibt keine gewalttätigen Auseinandersetzungen. Nee, er hat mir heute Morgen das Kissen auf den Kopf gehauen, ziemlich doll. Aber ich bin nicht der Mensch, der sich schlagen lassen würde. Er hat es mir zwar schon 2-3 Mal angedroht, er ist sehr impulsiv, muss ich dazu sagen. Ja. Ich aber auch. Ja. Er hat es mir zwar schon angedroht, aber ich denke nicht, dass er es realisieren würde, weil er ist in einem Beruf tätig, wo ich ihm leicht eins daraus drehen könnte, dass er es tut. So, Mandy, jetzt hast du mir so das erzählt, grob beschrieben, was bei euch los ist und wie du dich empfindest, wie du fühlst und was du empfindest. Ja. Ich frage jetzt mal ganz die einfachste Frage, die man eigentlich jetzt dich fragen muss. Warum bist du mit dem noch zusammen? Weil es auch viele Sachen sind, die total schön und gut an ihm sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel haben wir letztes Jahr zum Jahrestag eine riesengroße Aktion gestartet. Da hat er sich einen Wagen gemietet, ist mit mir auf einen ganz toll für 2 Tage weggefahren. Okay, das ist jetzt ein... Er kann schon. Okay, das ist jetzt ein Ereignis gewesen. Wenn du aber jetzt mal so die Zeit überblickst, der 2 Jahre, die meiste Zeit oder vor allen Dingen in den letzten Monaten bist du doch unzufrieden und unglücklich. Ja, aber überwiegend nur sexuell. Ja, aber so wie du mir euren Alltag gerade geschildert hast, ist das ja auch nicht sehr schön, dass ihr euch streitet. Und vor allen Dingen, dass du sagst, ich liebe den. Eigentlich liebe ich dich. Ich glaube nicht, dass ich ihn noch liebe. Ich muss von dem Zärtlichkeiten einfordern. Das deutet darauf hin, dass er auch keine dollen Empfindungen mehr für dich hat. Klingt alles ziemlich kaputt. Also wenn schon auch nicht jetzt vielleicht so eine Radikaltrennung, würde ich es aber für ausgesprochen gut finden, erstmal ein bisschen auf Distanz zu gehen, ein bisschen auseinander zu gehen. Ja. Ihr habt überhaupt nichts zu verlieren. Ja. Vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen voneinander erholt habt. Ja, oder? Aber ich weiß weißt nicht. Du, wenn ich das wieder vorschlage, auf Distanz zu gehen, dann heißt es wieder, naja, du willst mich ja nicht mehr und du schmeißt mich raus. Ja, aber würde ihn das denn so wundern, wenn du all deinen Frust, den du ja offensichtlich auch schon öfters zu ihm gesagt hast, wenn du ihm das nochmal so klar hinlegst, du bist unglücklich, Mensch. Du bist in einer Beziehung unglücklich. So, wenn das so ist, dann muss irgendwas passieren. Dann darf man nicht weiter so hinwursteln. Ja. Oder, aber ich glaube, dass er nicht der Typ dafür ist, so wie du ihn gerade schon beschrieben hast, würde er mit mal zu einer Paarberatung gehen? Nee. Auf keinen Fall. Habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich es gar nicht vorgeschlagen. Auf keinen Fall. Also musst du initiativ werden. Und dir überlegen, wie lange du dir auch diese Schmach und diese Demütigung noch antun möchtest. Ja klar, es ist schon irgendwo demütigend. Das ist sehr verletzend. Weißt du, guck mal, wie klar... Und als Begründung kommt dann, ich kuschel nicht so gerne, ich brauche das nicht so. Ach. Zudem ist es wirklich so dumm, er ist am ganzen Körper kitzelig, außer an einer Stelle. Wirklich. Und da können Sachen wie Leidenschaft oder Erotik können da gar nicht auftreten, wenn ich mich nur mit dieser einen Stelle befassen kann. Weißt du, man kommt sich ja selbst auch so klein vor, wenn man darum betteln muss, mal in den Arm genommen zu werden. Auf jeden. Mhm. Auf jeden. Ja. 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 Also, mein klarer Tipp wäre Richtung Trennung. Ich sehe da gar keinen Ansatzpunkt, wo ich sage, ich denke ja immer, dass man retten soll, wenn irgendwas Gutes da ist und wenn noch eine Chance besteht, aber das klingt irgendwie so fertig rundum. Ja, ja. Raus aus der Beziehung. Alles klar. Alles Gute, okay, Mandy. Danke, tschüss. Domian, ciao.
0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt geht's weiter mit Gabi. Gabi, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. 26 Jahre alt. Ja. Um was geht's, Gabi? Ja, ich habe auch ein Problem mit meinem Freund. Und zwar sind wir jetzt 3 Monate ungefähr zusammen. Mhm. Etwas mehr als 3 Monate. Mhm. Und das Problem liegt halt im Moment weniger bei meinem Freund als darin, dass ich zurzeit eine Essstörung habe. Mhm. Und ich bin halt stark untergewichtig und er steht halt immer so auf meiner Figur und sagt, dass er es so toll findet. Und also diese sehr dünne Figur, schmale Figur findet er toll? Ja. Wie groß bist du und wie viel wiegst du, Gabi? Ich bin ungefähr 1,80 und wiege so circa 55 Kilo. 1,80 und 55 Kilo? Ja. Sehr dünn? Ja. Sehr dünn. Mhm. Und, die Essstörung, du sagst, ich habe zurzeit eine Essstörung. Ist die relativ plötzlich aufgetreten oder gibt es die schon lange? Nee, die ist aufgetreten nach einem Autounfall. Ich hatte vor 2 Jahren ungefähr bei einem Autounfall erste Hilfe geleistet, mhm, bei dem jemand vor Ort verstorben ist. Mhm. Und Ende letzten Jahres bin ich dann selber nochmal in einen Autounfall hineingezogen worden und dann war das ganze Trauma von vor 2 Jahren wieder da. Mhm. Und dann hatte ich also von Dezember letzten Jahres bis Mitte Mai ungefähr so von 72, 74 auf 47, 48 Kilo abgenommen. Also leidest du de facto seit einem Jahr eigentlich daran? Ja, genau. Ne? Wobei es seelisch schon der Auslöser wahrscheinlich vor 2 Jahren bei diesem... Hast du gesehen, wie dieser Mensch verstorben ist? Ja, ich hatte erste Hilfe geleistet, 1,5 Stunden. Also ich war von Anfang bis Ende dabei. Mhm. Was genau heißt essgestört? Heißt das, dass du kaum mehr etwas isst oder heißt es, dass du es erbrichst, wenn du etwas gegessen hast? Ja, beides. Also mir ist andauernd so schlecht, übel, schwindelig. Mhm. Wenn ich was esse oder auch trinke, dann muss ich mich relativ schnell übergeben. Mhm. Und irgendwann habe ich dann aufgehört zu essen. Ja, und isst wahrscheinlich ganz wenig oder nur ein Joghurt mal oder... Ja, ein Joghurt oder ein Apfel oder so. Apfel da, einfach um den Blutzucker noch hochzuhalten einigermaßen, damit ich nicht umkippe. Ja. Weiß dein Freund von diesem großen Problem? Ja, er weiß davon. Mhm. Und dennoch macht er dir ständig Komplimente, dass du toll aussiehst mit deinen 55 Kilo? Ja. Setzt dich das irgendwie unter Druck, so dünn bleiben zu wollen oder sogar noch dünner werden zu wollen? Ja, auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite nein. Also ich meine, also wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen zugenommen jetzt. Mhm. Aber ich habe halt Angst, dass ich, um die Beziehung nicht aufs Spiel zu setzen, dann doch wieder bei dem Gewicht bleibe oder auch halt wieder versuche abzunehmen. Mhm. Ist natürlich jetzt eine ganz, ganz fatale Falle, in die du da geraten bist. Ne? Mhm. Eigentlich müsstest du alles daran tun, dass du zunimmst. Andererseits hast du Angst, dass dein Freund dich dann verlässt, weil du ihm dann zu dick bist. Ja. Hast du ihm das so auch schon mal erklärt, dass das so eine Zwickmühle ist, in der du da steckst? Oder hast du das so ausführlich noch nicht getan? Ja doch, ich habe schon versucht, ihm zu erklären halt auch, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle. Mhm. Aber er sagt dann halt, ach, ist doch egal und siehst doch so toll aus und bist doch fit. Also ich meine, ich bin auch körperlich fit, ich schaffe meinen Haushalt, ich helfe meiner Mutter im Haushalt, ich studiere und... Weißt du, Gabi, ich glaube, dass du einen sehr unsensiblen Freund hast. Ja, aber nur auf der Seite. Sonst ist er eigentlich vollkommen in Ordnung und total einfühlsam. Aber es geht ja da um was ganz Substanzielles. Es geht um deine Gesundheit. Und eine Frau, die essgestört ist und die so wankend ist, wie du dich gerade geschildert hast, die auch noch zu unterstützen quasi, bleib mal so dünn, das gefällt mir gut. Und irgendwie zu signalisieren, wenn du ein bisschen dicker wirst, bist du für mich nicht mehr attraktiv, finde ich schon sehr provokant, sehr ärgerlich, wenn man das so hört. Weil du bist einfach erkrankt, du bist ja eine essgestört, das ist eine schwere, auch anerkannte Erkrankung, die du schleunigst, wie ich finde, mit Hilfe eines Arztes oder eines Therapeuten, am besten jemand, der beides ist, in den Griff kriegen solltest oder behandeln lassen solltest. Ja, ich bin auch schon in Behandlung. Also du bist in Behandlung? Ich bin in Behandlung. Ich war auch 6 Wochen in der Klinik. Ja. Nur hat die eher ins Negative geführt. Also
die Klinik war irgendwie so demotivierend, dass ich jetzt erstmal langsam wieder versuche, Fuß zu fassen. Weiß dein Arzt von diesem Druck, den du zu Hause kriegst von deinem Freund? Nein. Das solltest du dem aber auch erzählen. Ist das ein Arzt oder ein Psychologe? Also ich bin bei einem Arzt und bei einem Psychologen. Ja, ich finde, dass die beide das wissen sollten. Weil der Psychologe, da arbeitet ja etwas gegen ihn, gegen seine Arbeit, wenn von zu Hause der Druck gemacht wird. Das muss der wissen. Und ich fände es fast schon sehr wichtig, dass dein Freund mal mit zu dem Psychologen geht und dass der ihm mal richtig erklärt, was da los ist und was er da für schlimme Sachen anrichtet bei dir. Keine Chance. Ja. Da kommt er auch nicht mit. Aber Gabi, du musst ja irgendetwas machen, um dich davor zu schützen, vor diesem Druck von deinem Freund. Weil dieser Druck macht dich krank. Du musst ja alles daran setzen, dass du wieder ein einigermaßen normales Verhältnis zum Essen findest, indem du dieses Traumata aufarbeitest, aber da wird dein Psychologe mit beschäftigt sein. So, du sollst ein einigermaßen normales Gefühl wieder für Essen und Gewicht kriegen. Wie soll das allerdings funktionieren, wenn du Angst davor hast, dick zu werden? Weil dein Freund dich da nicht annimmt. Das ist ja schrecklich. Da musst du ja raus aus diesem Teufelskreis. Also ich finde, den nächsten wichtigen Schritt ist, dass du deinem Arzt und deinem Psychologen davon erzählst. Gabi, ganz wichtig, wirklich. Ja. Warum hast du das noch nicht getan? Warum hast du es noch nicht erzählt? Ja, ich denke, also vieles hängt wirklich jetzt mit dem Klinikaufenthalt zusammen, wo ich mich überhaupt nicht mehr ernst genommen gefühlt habe, wo ich dann komplett abgeblockt habe. Okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das mag sein, dass da vieles schiefgelaufen ist. Aber dieses halte ich auch für einen gewichtigen Punkt, der einfach offengelegt werden muss. Du hast es mir ja hier auch sofort erzählt gerade. Offensichtlich, weil es dich bedrückt. Ja. Ja. So, und wenn das dein Psychologe weiß, dein Arzt weiß, könnt ihr vielleicht gemeinsam da auch ein bisschen irgendwas überlegen, Strategien, wie du dich dagegen zur Wehr setzen kannst. Und du musst dich dagegen zur Wehr setzen. Du bist auch eine verdammt attraktive Frau, wenn du noch 10 Kilo mehr wiegst mit deiner Größe. Und wenn der Typ dich da nicht haben will, dann ist er ja so nicht wert, dass er mit dir zusammen ist, Mann. Ja. Von der Logik ja schon. Ja, natürlich. Aber das muss man sich auch von der Logik, auch wenn das Herz immer so ein bisschen irrational dagegen spricht, aber die Logik muss man sich dann immer wieder einhämmern. Du bist in psychologischer Behandlung, das heißt, du möchtest mit meiner Psychologin nicht reden oder möchtest du noch ein paar Worte sprechen? Doch, ich glaube, es ist ganz okay. Okay, dann machen wir das so. Du legst auf und Petra, heißt meine Psychologin heute, ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ein Brief zum Thema Harald Schmidt. Und zwar von Else aus Bonn. Und Else schreibt, hallo lieber Jürgen Domian, zu deiner Empfehlung Harald Schmidt anzugucken. Ich bin seit 1995 Rentnerin und wegen Domian zur Nachteule geworden und Harald Schmidt war schon lange vorher mein absoluter Favorit im Fernsehen. Die Preise und Ehrungen, die er bisher erhalten hat, bestätigen seine Klasse. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, es gibt einen schwarzen Fleck und dieser schwarze Fleck heißt Manuel Andrack. Wenn er als Redaktionsleiter auch vor der Kamera agieren will, dann soll er seine eigene Show machen. Er bringt einen leicht ordinären Touch in die Harald-Schmidt-Show, finde ich. Schon das unterwürfige und kriecherische Lachen, bevor er überhaupt ins Bild kommt, empfinde ich schon von Anfang an, habe von Anfang an es als unsympathisch empfunden. Herrn Andrack wegen habe ich in letzter Zeit immer öfter die Harald-Schmidt-Show nicht eingeschaltet oder, wie es meine Nachbarn auch machen, erst gegen 24 Uhr, wenn der Gast kommt und Herr Andrack nicht mehr erscheint. In diesem Sinne, aber mach du weiter so und alles Gute, deine Else aus Bonn. Liebe Else, ich kann deine Kritik nicht teilen. Ich kann sie wirklich nicht teilen, weil ich Herrn Manuel Andrack, auch sehr genial finde. Und ich mag das immer sehr gerne, wenn die beiden sich die Bälle zuspielen. Und finde es hochunterhaltsam und kann mich eigentlich nur positiv dazu äußern. Gut, aber die Geschmäcker sind anders. Du findest es so, ich finde es so. Aber eine Meinungsäußerung zu Schmidt von... Ach, Else heißt nämlich auch Schmidt, wie lustig. Also von Schmidt zu Schmidt, eine Meinungsäußerung von Schmidt zu Schmidt. Heiko, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo Heiko. Hallo. Dein Thema.
Mein Thema ist die Musik und zwar ganz speziell die deutsche Musik. Sag bloß. Ja, weil ich finde, dass es viel zu wenig deutsche Musik im Radio gibt. Und Aha. nicht bloß im Radio, auch im Fernsehen. Wenn man sich mal alles so durchschaut, durchhört, alle Programme, da kann man leicht feststellen, es wird hier die deutschsprachige Musik und deutschsprachige Musik, ja, insbesondere Schlager, Volksmusik, ist ja ein Kultur- So, da wollte ich, halt, da wollte ich jetzt fragen. Was meinst du mit deutschsprachiger Musik? Das ist natürlich ein riesen Bereich. Das geht wirklich von den lustigen Musikanten bis hin zu Westernhagen oder weiß ich was, zu deutschem genau. Hip-Hop und... Was meinst du denn genau? Also ich finde ganz speziell deutschsprachige Schlager, Volksmusik werden immer mehr vom Radio und vom Fernsehsektor verdrängt. Aber ich, wenn ich Samstag Fernsehen gucke, morgen zum Beispiel auch, ich habe zufällig vorhin in der Zeitung gesehen, was gibt es Samstagabend um 7:45? Die lustigen Musikanten. Und diese lustigen Musikanten kommen immer zu. Und Frau Nebel ist auch ständig im Fernsehen und... Ich weiß, die werden noch alles und die sind alle lustig und, ja, und sind Musikanten. Richtig, das ist ganz wenig, was noch erhalten geblieben ist. Ja. Aber wenn ich mir das anschaue, was immer mehr weichen muss und da bin ich wirklich sehr traurig, dass die deutschsprachige Kultur so eben mit Füßen getreten wird. Ich bin ja auch nur ein großer Befürworter und mache die Türen weit auf für deutschsprachige Kultur. Also da sind wir einer Meinung. Zum Beispiel die ZDF-Hitparade, da sagte mal der Programmchef vom ZDF, wir brauchen mehr 14- bis 49-jährige Zuschauer, deswegen muss die ZDF-Hitparade weg. Also das muss ich sagen, bedauere ich auch sehr, dass es die nicht mehr gibt oder dass man nicht irgendwas Adäquates geschaffen hat. Also diese deutsche Hitparade fand ich eine tolle Sache, eine tolle Tradition auch und das ist ganz untergegangen. Ja. So, in den Radios, aber... ist es doch eigentlich auch nicht so, weil alle großen öffentlich-rechtlichen Sender haben doch quasi ihre eher Schlager- oder volkstümlich orientierte Welle, wo sehr viel Deutsch gesungen wird. Aber auch die Popwellen, also hier bei 1 Live, haben wir ja nur auch immer wieder deutschsprachige Acts zu hören. Das ist zum größten Teil, denke ich mal, okay, aber es gibt auch da schon gewisse Einschränkungen, weil Programme auch da in der Hinsicht umschalten. Und zwar gab es 1997 hier im Land Brandenburg einen Schnitt. Ja? Da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk gesagt, wir probieren es mal mit Rock- und Popmusik. Mhm. Und prompt hatten wir gar keine Welle mehr mit deutscher Musik, deutschen Schlagern. Das war alles weg von einem Tag zum anderen. Mhm. Und man hat es ja auch gemerkt, zum Beispiel bei der Landeswelle, hier Antenne Brandenburg, die haben plötzlich von 400.000 Hörern nur noch 90.000 gehabt. Damit waren sie nicht mehr Marktführer. Und dann hat man gesagt, im Jahr 2000, man stellt wieder um, man macht wieder mehr deutschsprachige Schlager und jetzt sind sie schon beinahe wieder bei 200.000 Zuhörern die Stunde. Also, das mag ja vielleicht sein, dass es da schon ein großes Bedürfnis nach gibt. Und es kann auch sein, dass die Medienmacher zu sehr auf dieser internationalen Welle schwimmen und meinen, das ist so gängige Meinung, gängige Geschmack. Kann sein. Und da ich ja, da mein Herz dann auch ein bisschen in diese Richtung schlägt, möchte ich dir auch noch mehr Recht geben, als dich da kritisieren. Was ist denn so was sind denn deine Lieblinge? Also meine Lieblinge, das muss ich sagen, ich habe da keine speziellen. Ich höre mir alles, was Schlager, was Volksmusik ist, höre ich mir sehr gerne an. Mhm. Ist egal, ob das die Flippers sind oder Fernando Express, ist alles, was deutschsprachig ist, ist so mein Milieu. Ja, wobei, das ist ja auch, man kann ja nicht sagen, alles, was deutschsprachig ist, ist gut. Da gibt es ja auch sehr viel Schrott und Mist. Ne? So wie es im Englischen auch sehr viel Schrott und Mist gibt. Ne? Es kommt ja auf die Qualität an, ob das nur ausländisch gesungen ist oder deutsch. Aber ich differenziere da nicht, ob das nun gut ist oder schlecht. Das überlasse ich lieber anderen, das einzuteilen. Ach so, du willst deutsche Sachen hören. Ist richtig, genau so ist das. Ich meine, in England gibt es ja auch nicht mehr Sender, die deutschsprachige Musik präsentieren, als in ihrer eigenen Landessprache. Ja. Wenn ich mir hier gucke, unsere Radiolandschaft, ich habe mir mal im Kabelnetz, ich habe da mal meine Gedanken dazu gemacht. Wir haben insgesamt 17 Radioprogramme, die englische Musik präsentieren, ob es nur Hit-Radioformate sind und so weiter. Und nur ganze drei Wellen, Radio Melody, MDR1, Radio Sachsen und Antenne Brandenburg, die deutschsprachige Musik präsentieren. Alles also, andere. Ich will dir da auch gerne recht geben, wenn ich so durch die Radiokanäle zappe, gibt es so viel alte Soße auf Englisch oder Amerikanisch gesungen, wo ich da auch denke, nein, ich will das nicht noch mehr hören und noch mehr und noch mehr hören. Bitte nicht, ne? Sucht auch irgendwie ein bisschen was anderes raus. Also, das war ein Votum für mehr Deutsch in unseren Medien und wir wollen mal an die Kollegen vom ZDF nochmal vielleicht ein strenges Wort oder ein bittendes Wort richten. Wie wäre es denn mit einer Neuauflage der ZDF-Hitparade? Es kann ja ruhig moderner sein, es kann ja irgendwie anders präsentiert werden. Richtig. Aber eine schöne Sache war es schon, also muss ich auch sagen.
No, und ich meine, auch die Künstler brauchen so ein Sprungbrett. Weil viele haben es ja als Sprungbrett benutzt, sind dadurch auch bekannt geworden. Riesenstars geworden teilweise, ne? Richtig, wenn man so an Michelle denkt zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Gut, Heiko. Dann danke ich für deine Meinungsäußerung und hoffen wir, dass wir irgendwo offene Ohren gefunden haben, okay? Das ist nett. Also vielen Dank nochmal. Tschüss. 0800 5678 111. Diese Nummer hat auch gerade Ramona gewählt. Guten Morgen. Hallo Domian. 23 Jahre alt. Jawohl. Und du rufst mich in tiefer Nacht an. Ja. Was steckt dahinter? Und zwar habe ich ein Problem. Ich möchte mich von meinem Mann trennen, weil mein Mann mich und meine Kinder schlägt. Mhm. Wie lange seid ihr denn verheiratet schon? Und zwar, wir sind 3 Jahre verheiratet. Und kennt euch? Und kennen uns, ja, eigentlich seit ich 12 bin. Also die erste Liebe? Richtig, genau. Dein erster Mann? Ja. Noch nicht fremdgegangen? Nein. Wie viele Kinder? 3. 3 Kinder schon? Mhm. Welchem Alter? 1, 2 und 3. Habt euch aber rangehalten? Mhm. 1, 2 und 3. Seit wann ist die Stimmung so schlecht zwischen dir und deinem Mann? Also angefangen hat halt eigentlich alles, seit einer Umschulung drin ist. Die ist jetzt seit über einem Jahr. Mhm. Und radikal ging das runter jetzt seit 2 Monaten. Mhm. Dass er sich auch... radikal runter heißt, er schlägt dich und die Kinder auch? Die kleinen Kinder? Ja, richtig. Die kleinen Kinder? Ja. Das heißt also, meine Große, die wird... Also es war jetzt Folgendes gewesen, der ist hingegangen und meine Tochter, die saß vorne bei mir am Tisch auf so einem Holzstühlchen und er ist hingegangen, hat die von hinten getreten, dass sie mit dem Kopf vorne auf die Tischkante aufgeknallt ist. Und dann bin ich auf den losgegangen, weil ich habe gesagt, also wer sich an meine Kinder vergreift, ist vorbei. Die Kleine ist wie alt? 3. Die 3, also 1, 2, 3 und die saß an dem Tisch, die 3-Jährige. Genau. Wie oft hat er dich schon... Nee, lass uns mal, das ist noch eine Frage zum Kind. War das Kind verletzt? Ja, also die hatte schon eine blaue Beule am Kopf gehabt. Wie gemein, wie widerwärtig, das zu machen. Wie oft hat er dich schon geschlagen? Also so mindestens 6, 7 Mal ist das schon vorgekommen. Und jetzt auch noch häufiger in den letzten Monaten, Wochen? Ja. Wie schlägt er dich? Ja, und zwar, bei uns gibt es viele Kleinigkeiten, wo wir uns drüber streiten. Und er macht die aber dann wieder riesengroß. Und dann blogge ich ab, weil ich einfach keinen Bock mehr habe dann. Ne? Und ja, dann drängt er mich in die Ecke und dann fasst er mir mein Gesicht an und sagt, du guckst mich jetzt an, ich will jetzt mit dir reden. Und dann wende ich mich ab, dann werde ich am Arm angefasst. Und also wirklich grob schon. Und ja, dann kriege ich schon mal einen knallt. Ne? Ins Gesicht. Weil ich dann ja nicht so reagiere, wie er das möchte. Ist er dann, ist er nüchtern oder ist er dann betrunken? Nein, er ist nüchtern. Schlimm, was du erzählst. Sehr schlimm und sehr erschütternd. Und letztendlich läuft es darauf hinaus, was du am Anfang gesagt hast, nämlich raus, ne? Raus aus der Ehe. Ja, richtig. Und das Problem ist auch, er weiß nicht, dass ich nicht von ihm scheide. Also er weiß das nicht. Dass ich nicht von ihm trenne, ich habe ihm das noch nicht gesagt. Weil ich habe eben halt Angst, er hat damals zu mir gesagt, wenn du dich von mir trennst, du kriegst kein Bein mehr auf dem Boden, ne? Ich mach dich fertig. Bist du für ihn auch die erste Frau, die erste Freundin gewesen? Nein. Ja, ist er sehr viel älter als du? Also er ist ein Jahr älter, er ist 24. Naja gut, er kann ja auch nicht so viel vorher gehabt haben, wenn ihr euch so lange kennt. Du kennst ihn ja ziemlich gut. War das nur so ein Bluff-Spruch oder hast du wirklich Angst vor ihm, dass er irgendwas mit dir, dass er dich bedroht, dass er mit den Kindern was macht oder weiß ich? Also ich habe auf jeden Fall Angst, weil ich sehe, wie er mit mir umgeht und wie er mit meinen Kindern umgeht. Lass uns nochmal einen Schritt zurück machen. War das früher, also zu Beginn der Ehe oder auch in der Zeit, als ihr nur zusammen wart, war das eine gute Beziehung, eine harmonische Liebesbeziehung? Was heißt harmonisch? Nicht immer. Also ich muss dazu sagen, ich war Pflegekind und bin durch ihn eben halt aus meiner Pflegefamilie abgehauen. Wie alt warst du da? Also ich war 18. Ja. Und ja, und dann stand ich halt mit 18 schon auf eigenen Beinen. Ich hatte meine eigene Wohnung, alles. Und dann kam viel dabei. Seine Familie hat versucht, mich schlecht zu machen. Und dann hat er doch zu mir gehalten. Also ihr habt schon viele Hochs und Tiefs hinter euch, höre ich. Ja, richtig. Ja. Und so dieses ganz Schlimme kam durch die Umschulung, sagst du. Ja.
das belastet ihn das so sehr? Verkraftet er das nicht? Oder hat er so viel Stress? Oder? Nee, Stress nicht, aber bei ihm ist das Finanzielle. Er kann sich nichts mehr leisten. Mhm. Gut. Es gibt aber auch überhaupt keinen Grund auf dieser Welt, selbst wenn er noch so viel Stress hat oder weiß ich was, seine kleinen Kinder zu schlagen. Das ist ja schon ein Misshandeln. So weit würde ich ja schon gehen. Und natürlich auch nicht seine Frau zu schlagen. Stimmt, ja. Aber die Entscheidung ist für dich quasi schon, die ist schon fertig in dir, die liegt da. Ich will weg von dem Typ. Ja, die Entscheidung ist längst fällig gewesen. Wie stellst du dir dann das Leben vor? Du willst die Kinder mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe meine Kinder über alles und ich würde die nicht bei dem lassen. Hast du Pläne, wie du dein Leben willst, wo du leben willst? Ja, also ich wohne halt in einem Dorf und ziehe jetzt ein Dorf weiter in der Nähe von meiner besten Freundin. Und die hilft mir auch. Und die hat also gesagt, Ramona, ich stehe dir immer zur Seite. Und ich möchte von ihm auch nichts mehr wissen. Ne? Wann planst du es ihm zu sagen? Oder willst du in einer Nacht- und Nebelaktion abhauen? Genau das hatte ich eigentlich vor. Also sobald ich gucke mir am Montag eine Wohnung an. Und sobald ich halt die auch genehmigt bekomme, bin ich dann weg. Ne? Ja, finde ich eigentlich auch eine gute Entscheidung. Was willst du dich mit dem nochmal auseinandersetzen, wo deine Entscheidung gefallen ist und du läufst Gefahr, dass der dann so ausrastet und dich unter Umständen sogar noch verletzt und wieder schlägt. Richtig. Insofern finde ich so eine Aktion auch sehr richtig. Einfach zack, zack und weg. Dennoch fände ich es gut, wenn du irgendwie ein bisschen Hilfe bekämst. Beratende Hilfe, wie man in solchen Fällen sich am besten verhält. Wohnst du in der Nähe einer größeren Stadt? Ja. Es gibt ja überall in den großen Städten Frauenhäuser, weißt du? Ja, das stimmt. Die Frauen, die dort arbeiten, sind ja nun vertraut genau mit solchen Fällen. Ich fände es gut, wenn du mit meiner Psychologin jetzt nochmal reden würdest. Ja. Die Petra. Und die Petra wird dir dann noch ein paar Ratschläge geben, wie du dich für den Fall, dass er wirklich massiv dich unter Druck setzt oder dir zusetzt, wie du dich dann am besten schützen kannst oder wo du dir wiederum Informationen holen kannst zur Hilfe. Das wäre super. Ja, so machen wir es. Also ich finde es aber, ich möchte es aber auch sagen, dass es eine mutige Entscheidung ist. Dennoch, auch nach all dem Leid, was dir da passiert ist, mit den drei Kindern zu sagen, ich gehe, auch wenn der mir jetzt Druck macht und Angst macht. Ja, den Druck macht ja nicht nur er, hat ja noch seine Eltern hinter sich stehen. Ne? Und ich meine, die Eltern waren ja von Anfang an nicht mit mir zufrieden, weil ich nicht die Schwiegertochter bin, die er vielleicht sich gewünscht haben. Könnte mir vorstellen, dass du aber auch, dass du auch ein mulmiges Gefühl hast, ne? Jetzt den Schritt ins eigene Leben zu machen, ins ganz allein Leben. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das wirst du schaffen. Das wirst du schaffen. Bin ich sicher. Und ich bin auch hundertprozentig sicher, wenn das jetzt am Anfang auch kompliziert wird, dass du irgendwann sagen wirst, Gott sei Dank habe ich es gemacht. Und ja. Das war der Anfang vielleicht auch wieder für ein neues und irgendwann auch noch viel schöneres Leben dann. Ja. Ramona, du legst auf. Ja, und die Petra ruft dich an und dann könnt ihr das noch ein bisschen beratschlagen, was es zu tun gibt, okay? Okay, danke, Domian. Alles Gute, Ramona. Alles klar. Toll, okay. Toll. Tschüss. Jo, tschüss. Susanne, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Susanne. Dein Thema. Ja, ich habe gestern Abend deine Sendung gesehen, so des häufigeren Nachts. Und das Thema, ich habe Angst vor dieser Entscheidung, hat mich angesprochen. Ja. Bin gestern halt nicht durchgekommen und es heute nochmal versucht. Um welche Entscheidung geht es bei dir? Ich habe meinen neuen Lebenspartner, mit dem ich jetzt so seit einem Jahr zusammen bin, so vor die Entscheidung gestellt. Ich möchte einfach ein Kind. Bin 38 und ich habe... Also entweder werde ich jetzt schwanger oder wir trennen uns. Ja, so habe ich es ihm nicht gesagt. Ich habe ihm halt gesagt, dass ich es mir total wünsche und dass ich wahnsinnig gern ein Kind hätte. Ich habe mich von meinem Ex-Mann getrennt, einfach aus diesem Grund. Der hat mich jahrelang belogen und hat mich immer hingehalten. So in Sachen Familie, ja klar, machen wir irgendwann später, wenn unser Leben passt, wenn alles stimmig ist. Und ganz schnell war später, ne? Und irgendwann waren 16 Jahre genau. Und ich hab ihm geglaubt. Wie hat denn jetzt dein jetziger Freund, mit dem du ein Jahr zusammen bist, wie hat der darauf reagiert, dass du sagst, also ich will jetzt ein Kind haben? Ja, es ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ich habe eigentlich die Pille abgesetzt gehabt so und habe ihm das nicht gesagt. Ja, das finde ich nicht in Ordnung. Fand ich auch scheiße. Ja. Muss ich wirklich so hart sagen, aber ich fand es nicht gut. Ich habe echt drunter gelitten. Und war froh, dass nichts passiert ist. Und nimmst du sie jetzt wieder, oder was? Ja, ich nehme sie jetzt wieder.
so, ich habe ihm das vor 2 Tagen gesagt, also ich habe dann meine Regel verspätet gekriegt und habe ihn dann vor 2 Tagen gebeichtet, weil mir ging es echt total schlecht damit. War er enttäuscht? Ja, ich glaube schon ein bisschen, ja. Aber trotzdem nochmal die Frage, wie reagiert er denn so auf deinen doch massiven Kinderwunsch? Was sagt er, ja, ich will auch, oder sagt er, na, auch später? Ja, genau, auch später. Auch später. Wie alt ist er? 42. 42. Und dennoch sagt er später. Ja, und wir hatten da schon mal drüber gesprochen und er hat dann irgendwie so gezeigt, er hätte sein Leben eingerichtet und möchte da eigentlich gar nicht mehr irgendwie so an Familie gründen denken. Und ich habe dann echt Panik gekriegt. Und das ist aber auch wirklich wieder ein ganz schwieriger Fall. Da sind 2 Leute zusammen, wo man, da findet man ja keine Kompromisse. Es gibt ja nicht ein bisschen Kind, ne? Stimmt. Also entweder will man ein Kind, ja, oder man will keins. Und man, das ist so eine emotionale Sache. Du kannst den, der keine Lust auf Kinder hat, kann man nicht mit Worten überzeugen. Und man kann dich nicht mit Argumenten überzeugen, indem man sagt, ach komm, lass doch sein und macht's euch so auch schön oder so. Geht auch nicht. Nein, also bei mir funktioniert es nicht mehr. Also da sind 2 richtige Fronten, stehen da sich gegenüber, ne? 2 gleich starke Fronten. Ja. Was ist da die Lösung? Ja, das ist... Was ist da die Lösung? Wenn er wirklich ganz kategorisch sagt, nein, dann weiß ich da keine Lösung. Dann weiß ich keine Lösung. Er sagt ja nicht nein. Naja, aber so wie du es gerade beschrieben hast, er hat sich sein Leben so eingerichtet und er möchte auch keine Familie haben. Oder siehst du da irgendwo doch noch, dass man ihn vielleicht irgendwie aufweichen kann? Ja, das Problem ist, ich mache mir Hoffnung. Ich mache mir totale Hoffnung, weil er lässt es auch so ein bisschen offen und hat um Zeit gebeten, das zu entscheiden. So. Gut, dann könnte man ja vielleicht, wenn das kein Trick ist, sagen wir mal, hoffen wir mal, dass es kein strategischer Trick von ihm ist, sondern dass er wirklich sich damit beschäftigt, kann ja sein. Das muss man ihm ja zubilligen. Ich hoffe. So, ihr seid ja auch erst 1 Jahr zusammen und du bist, ich sage auch mal, erst 38. Das ist ja danke. Gut. Aber das ist ja heutzutage auch gut. Das geht ja schon so ein bisschen in den Bereich, wo es dann schon nur auch Zeit wird. Aber es ist ja noch nicht so ganz am Ende angelangt mit dem Kind kriegen können. Ja, aber ich merke, meine Uhr tickt. Ja, klar. Aber gut wäre es doch vielleicht, wenn du jetzt sagst, okay, er soll mal ein bisschen nachdenken. Ich gebe ihm mal jetzt, dass du für dich einfach mal so innerlich ganz stillschweigend einfach so eine Zeit festlegst. Ein halbes Jahr noch, 6 Monate. Ja. So, und dann mal gucken, wie er sich, in 6 Monaten muss er sich, wenn er es ernst gemeint hat mit dem Überlegen, muss er zu einer Entscheidung gekommen sein. Und dann wirst du sehen, wie er sich entwickelt hat. Und wenn er dann wirklich sagt, nein, dann funktioniert das mit dem Mann nicht. Das musst du dann akzeptieren. Ja, das ist das Problem. Ich habe lange gebraucht, um wieder zu vertrauen. Habe mich dann, also richtig zusammen, so, also richtig Beziehung ist noch nicht so ein ganzes Jahr. So, er hat bestimmt ein halbes Jahr an mir rumgegraben, bis ich gesagt habe, okay, ich lasse mich auf eine Beziehung ein. So, ich war so verletzt auch. Ich wollte nicht mehr. Ich habe gedacht. Aber guck mal, das ist auch vielleicht ein Grund zu sagen, ich warte doch noch ein bisschen. Das ist noch zu frisch auch. Unsere Beziehung ist auch noch zu frisch. Liebst du ihn denn sehr? Ja. Ein halbes Jahr noch, Susanne. Ob ich das schaffe? Das schaffst du. Das schaffst du. Das kann sich kein Mensch vorstellen, wie sehr ich mir das wünsche, Domian. Ich habe 2-mal abgetrieben in jungen Jahren. Und aber schön wäre es ja eben auch, wenn du das Kind mit dem Mann oder von dem Mann bekämst, den du so, so sehr liebst. Ja. Und das Schöne wäre auch, wenn er es dann auch will und wenn das auch eine Zukunft hat, diese Verbindung, diese Familie. Und da darf man jetzt nichts überstürzen und nichts drängen und so. Gib ihm diese paar Monate Zeit noch. Okay. Und dann sei aber auch radikal in deiner Entscheidung. Wenn du sagst, wenn er dann nicht will, dann sagst du, dann ist es nicht mein Lebensweg. Dann muss ich irgendwie anders die Karten neu mischen. Ja, dann wäre es mir auch egal von wem, wirklich. Also mir geht es dann echt nur noch darum, so, ja, weiß ich nicht, ist sehr egoistisch, denke ich auch, aber wenn es mit dem nicht ist, dann, ja, weiß ich auch noch nicht. Kinder kriegen ist immer egoistisch. Das ist ja nichts gegen einzuwenden. Wenn es diesen Egoismus nicht gäbe, gäbe es uns alle nicht. Also. Stimmt. Okay. Susanne, alles Gute. Okay, danke dir. Toi, toi, toi. Tschüss. Ja, tschüss, Gruß ans Team. Ja, mache ich richtig aus. Danke, tschüss. Andreas, 57 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja. Hallo Andreas. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe Folgendes. Ich bin seit 16 Jahren mit jemandem befreundet, also ich bin schwul. Ja. Und wir
wohnen auch seit 4 Jahren zusammen und wir führen so eine offene Beziehung. Das heißt, ihr geht so sexuell eure eigenen Wege? Ja, wir haben uns aber dann abgesprochen, dass wir, wenn wir außerhalb des Hauses etwas machen, dass wir dann nur geschützten Verkehr machen. Und seit 2 Jahren machen wir beide ungeschützten Verkehr. Und also ihr beide miteinander? Wir beide miteinander, ja. Weil das Vertrauen da ist und es ist alles abgeklärt. Ja, ist ja eigentlich ganz klar. Wir gehen auch so regelmäßig jedes halbe Jahr gemeinsam zum Test. Und es hat bisher funktioniert. Ja. Und ich habe am Sonntag, und wir haben aber, weil wir auch altersmäßig ein bisschen auseinander sind, er ist 37 und ich bin 57. Und wir haben so ein bisschen getrennten Bekanntenkreis. Ich in meinem Alter Leute und er in seinem Alter Leute und wir haben noch gemeinsame Bekannte. Und ich habe am Sonntag einen Bekannten von mir getroffen. Der war eben total zerstört, am Boden zerstört und hat mir dann erzählt, dass er positiv ist, dass er es in der vergangenen Woche erfahren hat, dass er mit einem Bernd befreundet war, über ein Jahr lang, hat mit dem ungeschützten Verkehr gemacht und hat mir noch Bilder gezeigt und habe ich festgestellt, dass er so ein guter Bekannter ist von meinem Freund. Und ich habe, die zwei spielen zusammen Tennis, die zwei waren im Sommer auch zusammen öfter schwimmen und so weiter und so fort, weil ich aus beruflichen Gründen nicht konnte. Und ich habe die Vermutung, dass mein Freund mit diesem Bernd denn auch schon Sex hatte. Ja, aber doch immer geschützt, wie du sagst. Ja, draußen. Angeblich immer geschützt. Und ich bin am Sonntagabend nach Hause gekommen, habe dann zu meinem Freund gesagt, hör mal, der Bernd ist ja auch positiv und du hast ja auch mal mit dem in der Kiste, so auf Deutsch gesagt. Und da sagt er, der Bernd ist nicht positiv, der Bernd ist, nein, der ist gesund und so weiter und so fort. Naja gut, und dann haben wir es dabei belassen. Und dann ist mir am Montag aufgefallen, dass mein Freund, der schon über 3 Jahre nicht mehr geraucht hat, war am Montagmorgen auf einmal am Rauchen, geht mir aus dem Weg und sagt mir am Montagabend, er hätte sich mit dem Bernd unterhalten und der Bernd, der wäre nicht positiv, also das wäre irgendwie eine Spinnerei von da irgendwoher. Und habe ich dann irgendwie gesagt, und also er geht mir auch so aus dem Weg, geht abends, geht aus dem Haus und kommt nachts nach Hause und wir haben beide unsere getrennten Zimmer in der Wohnung. Also meinst du, da ist irgendwas in da stimmt was nicht. Ich habe dann am Dienstagmorgen gesagt, also hör mal, ich rufe unseren Hausarzt an, wir haben einen gemeinsamen Hausarzt für einen Test und habe dann noch einen Termin gemacht für Mittwoch, für uns beide aber. Ja. Und Mittwochmorgen sagte er, nein, er müsste beruflich, könnte er nicht, er hätte keine Zeit, er ging später irgendwie zum Test. Oh je, da ist das Misstrauen aber nun. Und ich bin am Mittwochmorgen, am Mittwochmittag zum Test gegangen. Ja, und aufgrund seines Verhaltens mit allem drum und dran nehme ich an, dass er mit diesem Bernd zusammen auch ungeschützten Verkehr gemacht und hat jetzt Angst vor dem Test. Ja, ja, und ich habe jetzt einen Horrorwammel für das Ergebnis am Montag. Ne? Das verstehe ich, dass du Horror hast vor dem Ergebnis. Und ich verstehe auch, dass du ihn jetzt wirklich voll unter Druck setzen solltest, dass er auch einen Test macht. Aber jetzt ist erstmal der Montag, wenn du dein Ergebnis bekommst. Ja, also das ist so, wir sind bisher immer jedes halbe Jahr zusammen zum Test gegangen und haben dann das Ergebnis zusammen abgeholt und mit dem Arzt gesprochen drüber. Das ist ja doch ein großer Vertrauensbruch, ne, der jetzt passiert ist. Ja, ein großer Vertrauensbruch. Wenn man so lange zusammen ist, so ein altes, gutes Paar ist. Wir kennen uns bald 16 Jahre und ich muss jetzt dabei sagen, davon waren 10 Jahre, war ich noch verheiratet. Also ich bin seit 1996 geschieden. Andreas, ich mache mal einen Vorschlag. Du bekommst Montag das Ergebnis gesagt von dem Test. Ja. Wir telefonieren Montagabend nochmal miteinander, hier in der Sendung. Und dann können wir, nachdem was dann alles ans Tageslicht gekommen ist, weiter beraten, was zu tun ist. Bist du damit einverstanden? Ja. Okay, dann wird dich mein Redakteur gleich nochmal anrufen und die Einzelheiten besprechen, wann wir uns bei dir melden und so weiter. Okay? Ja, wäre in Ordnung. Ja. Dann drücke ich die Daumen und sag bis Montag. Ja, drücke ich mir auch. Ja, das ist...
mir ist noch Folgendes. Wir müssen die Sendung ist gleich zu Ende, Andreas. Bis Montag. Tschüss. Bis Montag. Ich bedanke mich bei meinen Leuten und ich sage Tschüss bis Montag. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Dienstag heißt unser Thema unkonventionelle Liebesbeziehungen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende. Tschüss.